On the board, Tafel I've listed six items. Habe ich hier six Dinge they should be familiar to us. The third angel's message is three angels' messages and the parable of the ten virgins. Die uns sein, die drei und das der These are two symbols or figures or stories that are used to represent the history in which we're living in. Dies sind zwei Geschichten und Symbole, die, uh, die wir dazu benutzen, diese Geschichte hier darzustellen. Jetzt wollen wir uns die nächsten zwei angucken, was der erste Tag des Mo ta äh, ersten Tag des ersten Monats ist und der erste Tag des fünften Monats ist. Und basierend auf diesen beiden Daten werden wir diese Zahlen 120 und 70 sehen. Und wenn wir uns diese Datum hier anschauen, dann werden wir diese Nummern 120 und 70 erkennen. Und dann schauen wir uns die sieben Donner an. And the number four. Und die Nummer 4. So also, all diese sechs Punkte hier sind verschiedene Ansichten, um auf diese Geschichte hier Licht zu werfen. God is not redundant in the way He delivers His information to us. God is not, God is not redundant. He's got many ways. Aber Gott hat viele Wege, seine Geschichte offenbar zu machen. Diese se sechs Punkte hier sind nicht die einzigen, um diese Geschichte hier zu erklären. But these six ways that we're be this camp Aber das sind die sechs ähm, Wege, die wir auf diesem Seminar uns anschauen wollen. So these two have already been discussed the three angels messages and the parable of the 10 virgins. Also die zwei hier oben die drei Engelsbotschaft und das Gleichnis der 10 Jungfrauen haben wir uns schon angeschaut. And we're going to be looking at Ezra 7:9 which deals with number 3 and number 4. Und jetzt wollen wir uns Ezra 7 Vers 9 anschauen, welche der Punkt 3 und 4 ist. And, the, and then in some later studies, we're going to be looking at the seven thunders and the number 4. Und später schauen wir uns dann die sieben Donner und die Nummer 4 an. So yesterday we gestern haben wir uns die Reformlinie der Milleriten angeschaut und haben sie mit unserer verglichen und wir wollen unser Gedächtnis nochmal auffrischen und uns erinnern dass hier die, die Bekräftigung des ersten Engels ist und hier die Ankunft des zweiten Engels ist und ich will unsere Aufmerksamkeit the outpouring of the holy spirit und ich möchte darauf aufmerksam machen wie hier der heilige geist anfängt ausgegossen zu werden we see here, we see here that it was sprinkled and here that it was doubled wir sehen hier dass es anfängt zu tröpfeln und dass es hier uh, im volle maße oder im zweifachen maße ausgegossen wurde we've already explained that the empowerment of the first angel is brought to view in revelation chapter 10 Wir haben uns schon angeschaut, dass die Bekräftigung des ersten Engels in Offenbarung 10 zu finden ist. And it arrived in 1798. Und er kam an in, in, im Jahre 1798. Wir haben hier zwei unterschiedliche Geschichten gesehen: einmal die Geschichte der Protestanten and the of the und die Geschichte der Milleriten. And we saw that the, the Protestants had closed their probation on April the 19th, 1844. Haben gesehen, dass die Protestanten am 19. April 1844 ihre Tür der Gnade geschlossen haben. This was understood in their history when the, angel, when the second angel arrived, claiming that Babylon had fallen. Das ist wie die Geschichte uns sagt, wenn, wenn der, offen, der zweite Engel runterkommt aus Offenbarung 14 und sagt, Babylon ist gefallen, gefallen. So there was a shut door here. Also da war eine geschlossene Tür saw first horn und wir haben gesehen, dass das erste Horn Amerikas, der Protest, Protest, Protestant, Protestantismus, danke, gefallen ist. Wir haben also wir haben aber auch gesehen, dass es zwei verschiedene Geschichten hier gibt, die zwei Tempelreinigungen. Und wir haben die durch die Geschichte Jesu äh, platzieren können. Then we went to Life Sketches 411. Und dann sind wir zu dem Buch Life Sketches äh, Seite 411 gegangen. Und uh, Und im Band äh, der Zeugnisse, also das neunte Band der Zeugnisse, anfangend auf Seite 11. Und wir haben gesehen, dass als die großen Gebäude in New York um, eingestürzt sind, that the angel of Revelation 18 1 to 3 dass der äh, Engel aus Offenbarung 18, Vers 1 bis 3 runterkam. Came down. Ja, runterkam. Und wir haben gestern um, ja, festgehalten, dass es ein einziger Engel war. Then we saw 18, 4, Und dann haben wir in Offenbarung 18, Vers 4 gel gelesen, dass da noch eine weitere Stimme war. We can 4, which cry come Babylon, Und wir können diesen Vers identifizieren, dass es der Ruf ist, aus Babylon herauszukommen. Das ist der the loud cry message um, dass der auf das Sonntagsgesetz angewendet wird, wo auch der laute Ruf stattfindet. Also und wir uh, sehen ja auch den Schlüssel, mit dem wir 18 und, also 11. August 1840 und 9.11, also 11. September, entschlüsseln. Is the restraining of radical Islam. Ist das Einschränken Einschrecken des radikalen Islams? The end, 11, Und wir sehen, dass um, am Zeit um, an der Wegmarke Zeit des Endes sind diese beiden Geschichten durch den Vers Daniel 11, Vers 40 um, kombiniert oder hängen zusammen. So, when we saw that Revelation 18, Verses 1, 2 and 3 were fulfilled at this point in history. Wir sehen hier, dass die Verse Offenbarung 18, 1 bis 3 hier ihre Erfüllung finden. Wir haben gesehen, dass wir diese ganze Geschichte hier nehmen können und hier unten platzieren können. Und dass die Bekräftigung des ersten Engels und die Ankunft des zweiten Engels hier kombiniert sind, verbunden sind. Es gibt To the second angel. Es gibt viel Geschichte, die um, diesem zweiten Engel mit diesem zweiten Engel verbunden ist. And when this angel's work is brought down into our history, all all of this information comes with it. Und wenn wir jetzt diesen zweiten Engel nehmen und in unsere Geschichte anwenden, dann kommt die ganzen Geschichte, die diesem Engel anhängt, auch in unsere Geschichte. So we can see that we've combined the foundational message of the Millerites, the chart, into our history. Also, wir haben hier gesehen, dass wir die fundamentale Arbeit der Milleriten, durch, mit die, die durch die Karte versinnbildet ist, in unsere Geschichte, wir schon hier reingebracht haben. Und wir haben auch die um, Arbeit oder wir haben auch den Mitternachtsruf in unsere, um, um, unsere Geschichte hier unten reingebracht. So, this was, the, this was the, the testing or the judgment of the Protestants and the Millerites. Also das war hier das Gericht der Protestanten und das war das Gericht an den Milleriten. Aber in unserer Zeit sind die Geschichten dieser beiden Gemeinden hier in unserer Gemeinde kombiniert oder man setzt sie hier, weil wir die Sieben Tagens Adventisten sind. So we can see how our church is going to be judged and our probation will close at the Sunday law. Wir können ja also zu sehen, wie unsere Gemeinde ähm, gerichtet wird und unsere Gnadenzeit am, Sonntagsgeset am Sonntagsgesetz endet. Probation closes, probation open for the world. Und wenn unsere Gnadenzeit endet, dann ähm, geht die. Probation went. opens for the world. This is probationary time for the world. Ja, yeah. und dann ist immer, aber noch, da ist immer noch Gnadenzeit der Gnade für die Welt. So, this door here is. A closed door for Adventism, and this is the closed door for the rest of the world. Also, diese geschlossene Tür hier ist für die für den Adventismus, und hier ist die geschlossene Tür für die Welt. We've identified that this is the first day, of the first month. Wir haben erkannt, dass hier das der erste Tag des ersten Monats ist. First day of the fifth month, and the seventh and the tenth day of the seventh month. Und das hier ist der erste Tag des fünften Monats, und hier der zehnte Tag des siebten Monats. And because these these dates are attached to this history And while these mit dieser uh, verbunden sind we can bring these dates into our own history here so können wir diese daten in unsere um, zeitlinie anwenden and we're going to be discussing this in this in our next two presentations First Und wir werden jetzt in unserer nächsten Präsentation uns diese Daten, ersten Tag des ersten Monats, ersten Tag des fünften Monats aus Ezra 7, Vers 9. anschauen. Want to that ich möchte noch einen Punkt machen oder etwas sagen, was ich gestern vergessen habe. We, we <laughs> wir wollen verstehen, dass Gott uns in dieser Botschaft leitet. The everlasting gospel Is the work of Christ. Das ewige Evangelium ist die Arbeit Christi. identified yesterday that two years before the formalization of the message. Ich habe gestern schon deutlich gemacht, dass oder aufgebracht, dass zwei Jahre bevor die Botschaft formuliert wurde. In the year 1831. Im Jahre 1833. It marked the restoration of the, of the Word of God. Das ist die Restauration oder Wiederherstellung des Wortes Gottes ähm, darstellt. The reason why we wanted to understand that is because we need to know that the King James Bible is the Bible that we need to use to understand these histories. Und das ist wichtig zu wissen, weil wir müssen sehen, dass die King James Bibel äh, die Bibel ist, die wir benutzen sollen, um Gottes Wort, also sorry, genau. so we needed to understand that in 1831 wir, wir müssen verstehen, dass in Ach im Jahre 1831 which was 220 years after the King James Bible was published das genau 200 Jahre ähm, nach der Publikation von der King James Bible war that god was restoring the authority of his word da seit die Autorität seines Wortes dass gott die autorität seines wortes wiederhergestellt hat and the symbol of that restoration of authority und dieses symbol dieser herstellung Are the writings of William Miller. Sind die Schriften William Millers. Specifically his 14 rules. Speziell seine 14 Regeln. And you can only effectively use his rules of prophetic interpretation. Und wir können nur, um, effektiv diese Regeln anwenden through the use of the King James Bible. Du durch die Benutzung der King James Bibel. I know it's difficult to grapple with this issue. Um, if you don't speak English. Ich weiß, es ist schwer, damit umzugehen oder sich da durchzubeißen, wenn man Englisch nicht versteht. Aber ich muss uh, euch sagen, dass es ohne die King James Bibel um, mehr oder weniger unmöglich ist, hier diese Geschichte erklären zu können oder verstehen zu können. Die Grund dafür ist, use wir die. A way of interpreting the Bible called proof texting. And um, um, the So we're going to take out specific words in the scriptures. Also wir gewisse Wörter in der Bibel, even if they are used in obscure Bible passages we um, that are Obvious. Not obvious. Ja, also wir nehmen äh, bestimmte Wörter aus Bibelversen, auch wenn sie sehr, sehr unklar sind. Und dann bringen wir diese Verse zusammen, um zu erkennen, was am Ende der Zeit passieren wird. Und wenn diese ähm, Wörter in einer anderen Sprache nicht korrekt äh, übersetzt wurden, dann hat man nicht die äh, Chance, diese, diese Passagen in der Bibel zusammenzubringen. So it's a very also es ist eine sehr schwierige Situation. Als diese Botschaft am Ende der Zeit formuliert wurde, und ich habe euch gestern schon erzählt, dass die Nummer 220 ein Symbol für die Her Wiederherstellung ist, Time und die Formulierung der Botschaft war, ähm, geschah durch die Herausgebung eines Magazins, äh, die Zeit des Endes. And this magazine explained in detail the last six verses of Daniel 11. Und dieses Magazin erklärt uh, in Detail die letzten sechs Verse aus Daniel elf. But as I say, God is not redundant. He has so many ways to teach us His truth. Als schon gesagt habe, Gott hat so viele uh, Wege, uns die Wahrheit beizubringen. And He overrides the the work of man. Und er geht einfach über das, die Arbeit des Menschen hinweg. So, when this magazine came out in 1996, so als, als dieses Magazin 1996 herausgegeben wurde, that itself was a fulfillment of prophecy, dann war das eine Erfüllung der Prophetie. If you go 220 years that date, Denn wenn man 220 Jahre jetzt zurückgeht, you come to the year 1776. dann kommt man zu dem Jahr 1776 der Hauptpunkt oder ja, der Hauptpunkt in diesem Magazin war folgender. That God was warning his people, dass Gott sein Volk gewarnt hat. And state are come oder warnt, dass uh, die Kirche und der Staat zusammenkommen wird. Und wenn die Kirche und der Staat zusammenkommen werden und das Bild des Tieres formen werden. Dann werden sie ein Sonntagsgesetz um, ja Sonne, aufdrücken ja über die Welt. In 1776. Im Jahre 1776. At the birth of the United States. Was der Geburts, uh, ja, das Geburtsdatum des, uh, der Vereinigten Staaten war. The Declaration of Independence was written. Ja, ja genau. Dann wurde die unhab Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. And the cornerstone of this nation und der Eckstein dieser Nation was the separation of church and state. war die um, ja, Trennung von Kirche und Staat. So God was a warning here, also hat Gott hier die Warnung gesendet. And he was to that nation back to its und er hat versucht, diese Nation wiederherzustellen oder zu... Ihren Fundamenten zurückzuführen. But we know that's not gonna happen. Aber wir wissen, dass dies nicht passieren wird. And so, in in the year 2001, so am 11. September 2001 haben wir gesehen, dass das zweite Horn äh, Amerikas, also der Republikanismus oder auch des Horn des Staates gefallen ist. And we that in 18, verse Und das haben wir dargelegt in, oder, ja, belegt in Offenbarung 18, die Verse 2 bis 3. So also ein zweiter Zeugne, Zeuge für das jetzt is found in the book of ist im, finden wir im Buch Psalm. So Wenn wir Psalm 48 zurückgehen, Psalm 48, Kapitel 48 gehen, we're going to identify that Psalms 48 is fulfilled here. Werden wir sehen, dass Psalm 48 hier seine Erfüllung findet. Because we're going to see the symbol of Islam brought to view here. Denn wir werden sehen, dass das uh, Symbol des Islams hier aufkommt. Revelation 18 verse 2 says Babylon has become the cage or the habitation of all that's evil. Offenbarung 18, Vers 2 sagt uns, dass Babylon der Käfig für alle unreinen ähm, Vögel und Geister geworden ist. Offenbarung 17 zeigt uns ähm, verschiedene oder ein anderes Symbol für die gleiche Geschichte. Offenbarung 17 äh, gebraucht die Symbole verschiedener Köpfe. and part of that symbolization is a symbol of 10 kings und teil dieser symbolik sind 10 könige so let's read uh, some verses from psalm 48 lass uns nun jetzt paar verse aus psalm 48 lesen we'll read verse from verse 3 wir lesen ab vers 3 god is known in her palaces for a refuge mm. ah, ja im deutschen vers 4 God hat in ihren Palästen als sichere Burg sich kundgetan. Denn siehe, die Könige hatten sich verbündet und waren miteinander herangezogen. And talk about the of Jerusalem. Also die Verse 1 und 2 die reden über die Schönheit der Stadt oder Jerusalem. And then verse und im Vers 4 sagt der König, Uh, wird uns gesagt, dass die Könige, These kings of Revelation 17, die aus 17 were all assembled. sich So here you can see that all the kings are together. Also ganzen And they were walking past. They were walking past Jerusalem. Und sie sind an Jerusalem vorbeigezogen. Verse five. They saw it, and so they marvelled. They were troubled and hasted away. Und äh, im deutschen Vers 6, sie sahen, da staunten sie, sie erschraken und flohen ängstlich davon. Also es wird uns gesagt, dass als sie Jerusalem sahen, erschraken sie. They wanted this city for sie wollten eigentlich diese Stadt für sich selbst. But they were in their Aber sie wurden in, ihrer, in ihrem Tun gestoppt. Es sagt, sie waren und um, denn es wird uns gesagt, sie erschraken und flohen ängstlich davon. And then he why. Und dann wird uns gesagt, warum. Vers 6. Fear took hold upon them there, and pain as a woman in travail. Am Deutschen wieder Vers 7. Zittern ergriffen sie dort wehe wie eine Gebärdende. Also hier in dem Vers wird uns gesagt, sie waren um, erschrocken. and they begin to experience pain und dass sie um, angefangen haben Schmerzen zu fühlen and the pain that they experience as a woman who is given birth und dieser schmerz den sie fühlen ist wie ein um, schmerz den eine schwangere fühlt so when it says travail it means as a woman who's giving birth Also wenn man hier sagt um, die Wehe oder so, ist wie ein wenn eine Frau die Schmerzen hat, wenn sie gebiert. So uh, also sie um, oder sie erfahren hier diese Weheschmerzen. You know worse worse Und wir wissen, dass diese um, Wehe immer jedes Mal, wenn sie zurückkommen, stärker werden. Verse seven, it says, "Thou breakest the ships of Tarshish with an east wind." Verse eight, du zerbrichst die du zerbrichst die -Schiffe durch einen Sturm von Osten. So we know that the symbol that the east wind is talking about. Und wir wissen das Symbol um, von dem Sturm von Osten. So the east wind is a symbol of Islam. Dass dieser uh, Wind ein Symbol des Islams ist. So we've all identified that 9/11 and 1840 are. A symbol of the restraining of Islam. Wir haben auch schon um, aufgezeigt, dass der 11. September und uh, der 11. August 1840 ein Symbol ist, dass Islam eingeschränkt wird. And when these 10 kings wanted to come to destroy Jerusalem here, und als diese zehn Könige hier zusammengekommen sind, um Jerusalem zu zerstören, that they received pain from Islam, dann erhalten sie Schmerzen oder Wehe von dem Islam. And the passage says that this pain is going to get progressively worse. Und uns sagt ähm, der Vers, dass diese Schmerzen schlimmer werden. Und wir sehen jetzt hier, the second horn was, was taken union. By okay, das zweite Horn hier ist gefallen. Und wir sehen, dass die dreifältige ähm, union Verbindung hier zusammenkommt oder schon geformt war. So let's turn to Ezra seven nine. Lasst uns zu Ezra seven verse nine. Gehen. We'll begin at verse six. We werden in Vers sechs um, anfangen. Where is Ezra? Hat jemand eine Seitenzahl für mich? Nach it's after second it's after second chronicles before job after nehemiah after Be before, before nehemiah okay. first book oh ah, yeah i got it first nine we'll begin from verse six verse six this ezra went up from babylon and he was already scribing the law of moses which the lord god of israel had given and the king granted him all his request according to the hand of the Lord his God upon him. Da dieser Esra von Babel heraufzog nach Jerusalem, und er war ein Schriftgelehrter, wohlbewandert im Gesetz Mose, das der Herr, der Gott Israels, gegeben hatte, und der König gab ihm alles, was er bat, weil die Hand des Herrn, seines Gottes, über ihm war. In year of Xerxes, the king. Und etliche von den Kindern Israels und von den Priestern und Leviten, von den Sängern, Torhütern und Tempeldienern zog mit ihm nach Jerusalem hinauf im siebten Jahr des Königs Atasat, ja. And he came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year of the king. Und er kam im fünften Monat nach Jerusalem im siebten Jahr des Königs verse 9 for upon the first day of the first month began he to go up from babylon and on the first day of the fifth month came he to jerusalem according to the good hand of his god upon him denn am ersten tag des ersten monats begann der hinaufzug von Babel und am ersten tag des fünften monats kam er in jerusalem an weil die gute hand seines gottes über ihm war so we can see also wir können ja sehen that when he leaves babylon das als er babylon verließ On the first day of the first month, Am ersten Tag des ersten Monats, dass in Fact, it's he actually leaves Babylon, er Babylon verlässt, which was the message that the Millerites gave when they said Babylon is fallen. They told the Millerites to come out of Babylon. Welche die gleiche Botschaft war, die die Milleriten hier verkündet hatten, äh, dass ähm, die Milleriten aus den protestantischen Kirchen raus sollen. So the Millerites were the same message as gave. Also die Milleriten haben die gleiche Botschaft gegeben wie Esra. And then it says he arrives in Jerusalem on the first day of the fifth month. And then um, The passage doesn't say that, that they instituted the work of the temple on the tenth day of the seventh month. Institute. It, um, mm -hmm. They put into effect. It wird doesn't uns, say that. Dass, dass der Erlass hier in Kraft tritt am 10. Tag des 7. Monats. Aber wir werden lesen, dass, wir, als die Milleriten anfingen, die Geschichte von Esra 7,9 Vers zu verstehen, they were focused on one portion of that passage. dass sie sich auf eine, einen Punkt oder an, auf, ja, in diesem Vers, einen Teil in diesem Vers fokussiert haben. They were focused on this date here the first day of the first month Sie haben sich hier auf den ersten Tag des ersten Monats konzentriert. And they came up with four rules or four concepts und sie, sie haben hier vier Regeln angewendet. And this was one of them Und eine von denen war to come to the conclusion that the day of Atonement would be on the 10th day of the seventh month of that year. Eine Regel davon war, dass der, um, der Versöhnungstag, der große Versöhnungstag, am zehnten Tag des siebten Monats stattfindet. Und das war die, um, die uh, Erfüllung von Daniel 8, Vers 14. Und wir uh, wissen, dass die Arbeit, die hier getan wurde, von Samuel Snow getan wurde. So I've put a calendar here. Also ich habe hier einen Kalender aufgezeichnet. This is the calendar of 1844. Das ist der Kalender dem, aus dem Jahr 1844. space April, Weil ich jetzt hier nicht mehr Platz habe, habe ich nur April, Juni, Juli, August und Oktober aufgelistet. But this is available from this Aber die Information gibt es von diesem Ministry hier. Um, in einem printed booklet. Uh, in einem in einem Büchlein also im Booklet, Handbuch and it may be available on their website. und man kann es vielleicht auf der Webseite um, uh, kaufen oder so wir werden noch uh, in einige Details hier diesen Kalender erklären they aber sie verstanden first day, dass der erste Tag und das war der erste Monat des Kalenders, according to Ezra um, dass der erste Tag des ersten Monats hier ist um, durch das Verständnis von Esra. That they understood that this was the 19th of April. That the first day of the earliest month, the um, 19th of April, was. And once they had established this date here. And um, once they established. Once they'd worked it out. Um, als sie es dann verstanden haben. It was a relatively easy matter to go from this date here. Und als sie das äh, hier äh, platziert haben, war es recht einfach, einfach weiter zu zählen bis zum 10. Tag des 7. Monats. And hence they got the date October, the 22nd. Und so bekamen sie dann den 22. Oktober als Datum. So all they was this one date here. Also alles, was sie gebraucht oder benötigt haben, war dieser eine Tag hier. Und sie konnten zu diesem Tag hier kommen. Und somit konnten Sie sich ausrechnen. Na, hier konnten Sie sich dieses Datum hier unten ausrechnen. Also ihr seht hier, dass ich auf dem Kalender noch andere Daten ähm, markiert habe oder hervorgehoben habe. So here, also diese drei Daten, die ich hier ähm, aufgezeigt habe. The Millerites, and specifically Snow, Die Milleriten, aber im Genauen eigentlich Samuel Snow, had not identified those dates as of any significance. haben diese Daten keinerlei Bedeutung jetzt hinzugefügt. Also, als sie sieben, Ezra 7, Vers 9 gelesen haben, da haben sie sich nur auf diesen ersten Tag des ersten Monats konzentriert. Which was the first of the first month. Ja, welcher der erste Tag des ersten Monats war? The understanding of these additional dates the, das Verständnis dieser anderen Daten, ist Teil des neuen Lichtes, das der Herr seinem Volk zeigt. The didn't use these dates or them. die Laminariten erkannten oder erkannten diese Daten nicht und haben sie auch nicht gebraucht. in in der gleichen Art und Weise wie wir sie als Erfüllung der Prophetie sehen und sie anwenden. So one thing that we understand. So eine Sache, die wir, uh, verstehen, just before the midnight cry in the Millerite history. Das kurz vor dem uh, in der Zeit der that Ezra chapter seven became present truth. Das Ezra seven, um, uh, gegenwärtige Wahrheit became, ad, I've already identified that there was a progression of this knowledge. There was a progression of this understanding of Ezra 7. Yeah, eine uh, er ja, Erkenntnis dieser Wahrheit. But it was in this time period here between April and August that they began to really understand Ezra 7 and it became accepted by the Millerites. dass sie wirklich ein Verständnis über s 7 um, bekommen haben und es auch angenommen haben. So that the cry und wir haben schon hier festgehalten, dass der Mitternachtsruf was the 15th of August der 15. August war, 1844, im Jahre 1844. Aber das war keine Wahrheit, die die Millerites understood in Beziehung To Ezra 7. Aber die Meryniten haben jetzt nicht die Verbindung zwischen diesem Datum und Ezra 7 äh, gesehen. They understood the event that surrounded this day, sie haben das Ereignis verstanden, aber sie haben dieses äh, Datum nicht als äh, prophetisches äh, Erfüllung gesehen, so wie wir das heute sehen. So, what I want us to understand. At the most simple level is this. Also, was ich möchte, dass wir jetzt verstehen in einer ganz einfachen Art und Weise. It's already been demonstrated that from April the 19th began a tarrying time. Da wird uns hier gezeigt, dass am, 1. Oder am 19. April 1844 eine Zeit der Verzögerung anfing. The Parable of the Ten Virgins says that they fall asleep. Um, gleichnis der zehn Jungfrauen wird uns gesagt, dass sie um, dass die zehn Jungfrauen einschlafen. Because they waiting or tarrying for the bridegroom to come. Denn sie haben gewartet oder sie haben verzogen, dass sie, also sie haben gewartet auf den Bräutigam. Then at the midnight cry denn, they awaken. Denn am Mitternachtsruf erwachen sie. So in the Millerite history the key text awakened them up to the midnight cry. So in the Milariten, in der Zeitlinie der Millariten um, der Ruf, der sie aufweckt, was Ezra chapter seven. war Ezra, um, Ezra Kapitel 7. This was the passage that woke them up, that the midnight cry was just about to happen. Es war eine Passage, die. Ezra, chapter seven Ezra Kapitel 7, Was the passage in scripture war ja das Kapitel in der Bibel that was used to wake them up Das gebraucht wurde um sie aufzuwecken They drew out truths and 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 joined them to Ezra 7, but this was the key that unlocked the Miller the midnight Cry. noch andere Wahrheiten damit reingebracht aber Ezra Kapitel 7 hat diese Wahrheit oder diesen Mitternachtsruf hier entschlüsselt I've already identified here that used Ich habe schon deutlich gemacht, dass uh, sie in Ezra 7 diesen, dieses Datum hier benutzten. They were given this start date, and they came to October 22nd. Ihnen wurde der Startpunkt gegeben, und so kamen sie zum 22. Oktober. They didn't pay much attention to this date here, which was the first day of the fifth month. Sie haben diesem Datum hier, welches der erste Tag des fünften Monats ist, nicht viel Beachtung geschenkt. Den ernsten Punkt oder die Ernsthaftigkeit, die ich euch jetzt gleich rüberbringen möchte, ich, dass ihr euch, dass ihr den nicht verpasst. The time began here. Dass ihr um, Zeit des Verzugs hier anfing. and we're going to bring this tarrying time into our own history. we've been tarrying for a long time, over a, one, over, over a decade, over 10 years. Warten schon seit über Jahren. but when ezra 7.9 became present truth in the millerite history. but when ezra 7.9, um, verse 9, gegenwärtige wahrheit wurde in der zeit der milleriten. brachte sie die Melariten zum Mitternachtsruf. And we understand now, Und wir verstehen jetzt, dass Ezra 7,9 Vers 9 gegenwärtige Wahrheit in unserer Zeitgeschichte wurde. Denn wir verstehen nun den zweiten Teil dieses Verses. Und dieser zweite Teil dieses Verses, der erste Tag des fünften Monats, now that has become present truth, um, da es jetzt gegenwärtige Wahrheit geworden ist, because history has been fulfilled to the very letter, denn die Geschichte wiederholt sich auf einem Buchstaben getreu wieder, verstehen wir, dass wir gerade an der Schwelle zum Mitternachtsruf sind. And this is why there's this explosion of new light that's coming upon God's people. Und jetzt sehen wir die Explosion an neuer neuem Licht, um, was dem Volk Gottes gegeben wird. And so we can see that this history is now repeating. Und wir sehen, dass diese Geschichte sich nun wiederholt. And God's people are really beginning to wake up. Und Gott das Volk Gottes fängt wirklich an aufzuwachen. We need to start taking this message very seriously. Wir müssen anfangen diese Botschaft ernst zu nehmen. Because we identified in the history, denn wir haben schon aufgezeigt dass in der Zeitlinie der Milleriten, um, dass die Milleriten hier an diesem Punkt durch die Geschichte gingen was uh, die meisten von uns in diesem Raum uh, beinhaltet. die Probation was closed diesem this hier here at the midnight cry. Dass die Zeit der Gnade hier am Mitternachtsruf für sie vor, vorbei war, at the cry, denn am Mitternachtsruf the was to view. wurde das lebendige Zeugnis um, aufgezeigt, oder? Und das lebendige Zeugnis ist nichts mehr als die Kombination von Divinität und Humanität. Und das lebendige Zeugnis ist die um, Verbindung von Göttlichkeit, die durch die Menschlichkeit hindurch scheint. The term living testimony is a, is a term that the Millerites and Ellen White uses. Diese, uh, the living testimony, right? Yeah. Und uh, dieses lebendige Zeugnis ist eine ein ein Wort oder ist ein ja das von Ellen White, aber auch von den Milleriten gebraucht wird. So we can see the living testimony comes into history here at the midnight cry Also wir sehen hier, dass das eine lebendige Zeugnis hier am Mitternachtsruf ähm um, reinkommt. And we already identified that the beginning of a temple cleansing is marked by the combination of humanity and divinity. Und wir haben auch schon aufgezeigt, dass uh, die Tempelreinigung auch dadurch ähm um, ja aufgezeigt wird durch die Verbindung von Göttlichkeit mit der Menschlichkeit. This message was so powerful, tens of thousands of people joined this movement at this point here. Die Botschaft hier war so mächtig, dass Zehntausende die Bo in die Botschaft hineinkamen. Aber viele kamen wegen falscher Emotionen oder, Entschuldigung, wegen falscher Motivation herein. Sie hatten Angst. Also sehen wir hier die zweite Tempelreinigung. So we can see these two temple cleansings. Also, we see here the zwei temple one and two. And we saw in the presentation of Esther. And we have seen in the presentation about Esther. And we'll discuss it also in these studies. And we were also be in our Präsentation. about it. That this was the story of the palace. this was the story about the palace. And the courtyard. And the forecourt, Or we can understand it to be the temple and the court.

I don't know where everybody is in their walk with God. Ich weiß nicht, wo ihr alle mit de, um, mit dem Herrn also mit einem in einem Lauf mit dem Herrn steht. But if God identifies you as a priest, Aber wenn Gott dich als äh, Priester beruft, then you know that your probation is going the close here at the midnight cry. Dann weißt du, dass am Mitternachtsruf deine Gnadenzeit zu Ende geht. Not at the Sunday law here. Nicht am Sonntagsgesetz. It's In this time period that you will Demonstrate your character, not develop it. in Zeit, dass du um, character zeigen wirst und nicht mehr oder demonstrieren wirst und nicht mehr, um, wirst. Danke. The reason we want to really understand this point is because when Ezra seven nine becomes present truth, we're just on the verge of the midnight cry. Und der Grund dafür, warum wir das wirklich verstehen wollen, ist, da dass das Verständnis über Esra 7 wirklich an der Schwelle dass wir an der Schwelle stehen zum Mitternachtsruf. Der Herr möchte die Arbeit abschließen, die Priester fertig zu machen. So let's go back to our study. Uh, lasst uns zurück zu unserem Studienkern. Esra 7, Vers 6-9 Um, Esra 7, die Verse 6 bis 9 was a summary of the exodus out of Babylon under the ministry of Ezra. Was um, ja, aus uh, a summary of the exodus out of Babylon under the ministry of Was a summary of the Babylon Und gibt uns uh, mehr Details. So, we want to go to Daniel to Ezra Chapter 8. Um, lasst uns nun zu um, uh, Ezra 8, right? Ja. Yeah. Um, zu Ezra Kapitel 8 gehen. Und begin from verse 15. Und da fangen wir im Ge um, Vers 15 an. Ähm. Um. so we'll read the passage and then we want to draw out some truth from there verse 15 Vers 15. and i gathered them together to the river that runneth to ahava and there abode we in tents three days and i viewed the people and the priests and found there none of the sons of levi und ich versammelte sie an dem fluss der nach ahava fließt und wir, la und wir lagerten dort drei tage lang und ich schaute mich um unter dem volk und den priestern aber ich fand keine von den söhnen Levis dort. Then sent I for chief men, also of me also for men of understanding. Da li sich die obersten Elisa, Ariel, um, Shemir, Elentan, Yareb, Elnatan, Nathan, Zachariah, und rufen und die verständigen Männer Joramib und El Verse seventeen, and I sent them with commandment unto Ido, and I told them what they should say unto Ido, and to his brethren the Nephthymes at the palace, sorry, at the place Casiphah. that they should bring unto us ministers for the house of god denen gab ich befehl an ido den obersten in den ort casphia und legte die worte in ihren mund die sie zu ido und seinem bruder dem tempeldiener in der ortschaft casphia reden sollten damit sie uns diener für das haus unseres gottes herbrächten Verse 18 und by the good hand of our god upon us they brought us of the sons of Malai. die brachten uns dann der guten Hand unseres Gottes über uns einen verständigen Mann von den Söhnen Malichs den Söhnen Levis, den Sohn Israels nämlich Serheb ja, samt seinen Söhnen und seinen Brüdern 18 Mann Verse 19 and of the sons of Merari I've not I've not quoted the whole of verse 19 Okay und Hasbja ja und mit den Jesaja von den Söhnen Merari samt seinen Brüdern und ihren Söhnen 20 Mann Verse 20 also of the Nethinims. whom david and the princes had appointed for the service of the levites two hundred twenty Nethanims. und von den tempeldienern welche david und die fürsten zum dienst der leviten bestimmt hatte 220 tempeldiener alle waren mit namen angegeben verse twenty one then i proclaimed a fast there at the river ahava that we might afflict ourselves before our god and seek of him a right way for us and for our little ones and for all our substance and ich ließ dort an dem Fluss Ahava ein Fasten ausrufen, daß wir, wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Verse 31. Then we departed from the river of Ahava on the twelfth day of the first month to go unto Jerusalem, and the hand of our God was upon us, and he delivered us from the hand of the enemy and of such as lay in wait by the way. Und jetzt im Vers 31 So brachen wir vom Fluss Ahaba auf am zwölften Tag des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen, und die Hand unseres Gottes war über uns, und er rettete uns vor der Hand des Feindes und des Wegelagerers. Wir möchten hier jetzt uh, einige Wahrheiten rausziehen und versinnbilden. Und, uh, yep. So we're going to go back over verses 15 to 21 and verse 31. Also lass uns noch mal über die ähm, Verse gehen, die wir gerade eben gelesen haben. so In verse 15 it says they abode in tents for 3 days. and äh, in verse 15 ähm, wird uns gesagt, dass sie 3 Tage lagerten. So we just want to put 3 days. Und äh, wollen wir jetzt jetzt Tage aufschreiben? So they are tarrying there for 3 days, so we can put tarry as well. Also sie ähm Ja, verzögern drei Tage. And Und wir haben schon um, versinnbildet, dass am ersten Tag des ersten Monats eine Zeit der Verzögerung stattfindet. Also, während er sich die Leute anschaut, sieht er, dass die Priester da sind. So wir können hier dass die Priester bereit sind. Also wir sehen hier, dass die äh, Priester fertig sind oder bereit sind. So we want to put that down that the priests are ready. Priester sind bereit. So on the first day of the first month, first month, we can see that the priests are ready. So wir sehen am ersten Tag des ersten Monats sind die Priester bereit. But there's a problem. Aber da gibt es ein Problem dass er da wird uns gesagt dass er keine Leviten vorfand so we're write no Levites. also schreiben wir hier keine Leviten so am ersten Tag des ersten Monats sind die Priester fertig oder bereit aber es sind keine Leviten da Dann sagt says: That he sends for chief men. und dann sa uh, sagt er dass er den uh, Leiter oder den uh, General sendet and these are men who have understanding um, männer die uh, verständnis haben so these are wise men. also es sind uh, gelehrte these are the wise virgins. das sind die weisen jungfrauen and he sends these men und er sendet diese männer back into sendet sie zurück nach babylon to call out the Levites. um die leviten herauszurufen and when he calls out these levites and wenn er die leviten als sie die leviten rausrufen it says that some nephthim are going to come as well ähm nephthims nephthim ah okay danke ähm um, dass auch tempeldiener mit herauskommen and the reason that they want the levites and the nephthims und der grund dafür dass sie die leviten und die tempeldienste rausgeholt haben is so that these men can minister in the house of god ähm um, der grund dafür ist dass sie im Haus Gottes dienen können. Also, wir sehen hier, obwohl die Priester fertig sind oder bereit sind, um für den Tempeldienst wirklich gebrauchbar zu sein. we'll talk about it in millerite history. this is the day of atonement. and they need to, this is a holy convocation that god's people need to attend. Und es ist eine an dem Volk sollte. so the work that goes on during this event. Also die Arbeit, die an dieser, um, an diesem you need more than priests to prepare for this. braucht man mehr als nur Priester, um sich darauf vorzubereiten. So you need priests and Levites. Uh, man braucht Priester und Leviten. For the of the Für, um im Tempel dienen zu können. So this is one of the reasons why we, are, we, are, we are identifying that we have priests and Levites that need to be called out. Das ist ein Grund, warum wir sagen, dass die Priester und die Leviten herausgerufen werden müssen. And they're all being called out of Babylon. Sie werden alle aus Babylon rausgerufen. But we need to understand this symbolically. Aber wir müssen das symbolisch verstehen. Is being out? Wer wird herausgerufen? It's God's people. Es ist Gottes Volk. And captive in Babylon. Und sie sind gefangen in Babylon. So, wir nicht suggesting also wir schlagen jetzt hier nicht vor, we history, dass wenn wir diese Geschichte nehmen und in sie und unsere legen talk out Babylon, und wir ja über das Herauskommen Babylon sprechen, we need to understand that we are not saying, wir müssen verstehen, dass wir nicht sagen, dass wir, dass wir sagen, dass uh, Gottes Gemeinde Babylon ist. What we are saying, was wir sagen, ist, dass Gottes Volk a captive dass sie sind by the system of Babylon. System we have absorbed the way they think. Wir haben die Art und Weise, wie sie denken, we live like they live. We eat like they live and we dress like they live. Wir leben, essen und, äh, uns wie, wie sie. And here there's a call to come out of living in that system. And here there's a call to come out of living in that system. Aus and when that call is made to come out of that system, und als Ruf geht, aus system In preparation for this great convocation,: um sich auf Ereignis, There are two groups that are required. Zwei um, Gruppen, um, They're the priests and the Levites. Die und die so the priests are ready, but the Levites aren't. Die Priester sind fertig oder bereit, aber die Leviten nicht. We look at numbers, also wir sollten hier jetzt nicht auf Zahlen schauen, denn der Herr wird verherrlicht, egal wie viele Menschen auf ihn schauen. Aber wenn du dich jemals gefragt hast, warum es nur so wenige sind, die diese Botschaft annehmen, all you need to go is back, look back at this history here, denn alles, was du tun musst oder wir tun müssen, ist, zurück zu der Geschichte zu gehen und dahin zu schauen. Und um, dann sehen wir, dass die Geschichte sich wiederholt und da waren auch nur wenige Leute. And numbers here. Und die Anzahl um, verdoppelt oder uh, vergrößert sich hier in der Zeitlinie. If you look at the tribe <coughs> of Levi, Wenn wir uns den Stamm Levi anschauen, sehen wir, dass die Priester nur von einem Family of the tribe of Levi. Dann sehen wir, ja, dass die Priester nur aus einer bestimmten Familie aus diesem Stamm kommen. I believe that there were eight families in the tribe of Levi. Ich um, Wenn ich mich recht erinnere, dann waren es acht Familien, die im Stamm Levi ähm, And the priests gemacht, only from haben. One family und die Priester kommen nur aus einer Familie. And even of that one family split Und selbst in dieser Familie war es gespalten zwischen Mose und Aaron die Priester durften nur aus Aarons Familie kommen. Und der ganze Rest des Volkes Levi oder des Stammes Levi war Levi, so It's the fulfillment of prophecy that there are very few priests and there are lots of Levites. Also ist es ist eine Erfüllung der Prophetie, dass es nur wenige Priester gibt und, und viele Leviten. So we should not be concerned about numbers because this in, this is itself is a fulfillment of prophecy. Also sollten wir uns nicht über uh, Nummern sorgen oder mit uns mit Nummern abgeben oder Anzahlen abgeben, denn dies ist eine Erfüllung der Prophetie. So Send men of understanding these wise virgins to go and get the levites out Also Ezra ähm, schickt hier Gelehrte oder auch die zehn, also die weisen Jungfrauen um die Leviten aus Babylon herauszuholen In verse 18 says by God's grace they brought out the sons of Malai Und äh, im Vers 18 lesen wir dass bei go durch Gottes Gnade sie die Söhne Malachis rausbrachten And the sons of Merari Und die Söhne Mer Maharis, so these are levites So these are levites and they also bring nethinims Und sie bringen auch uh, Tempeldiener heraus As so you'll notice that when they bring out the nethinims Und so sehen wir als sie die Tempeldiener aus herausbringen The nethinims are not of the tribe of Levi Die Tempeldiener sind nicht von dem Stamme Levi The workers uh, or laborers In the temple ministry. Sind, uh, oder in dem and they are the hewers of wood and the drawers of water. They, they cut the wood for the fire ah, okay. and Sie, they bring water. Sie schneiden das Holz für das Feuer und Sie they do all the menial or the manual work. Sie tun die and it says that there were 220 netonyms. Und uns wird gesagt, dass es 220 Tempeldiener gab. So, we ja. that. There are 220 das wollen Wir festhalten, das 220 Tempeldiener. So 220 Tempeldiener. a wir haben, äh, wir haben schon festgehalten, dass die Zahl 220 wiederherstellung bedeutet. So when we see that and Levites, also wenn wir sehen, dass hier Priester und Leviten sind. And when these Nethinims come to join them as the temple Di come um mit ihnen zusammenzustoßen also so we see this is the time period for the priests this here is the or the Zeit der Prier and this is the time period of the Levites this is the Levi we're not identifying the Nethinims in this history we are um, plaieren here nicht the temple what we in are identifying Geschichte. Is the number 220. Wir um, setzen hier die Zahl 220. So, this is giving us confidence. Also, das gibt uns äh, Vertrauen oder, when the come, Dass wenn die Leviten kommen. Everything will be restored, ready for this holy convocation. Dass alles hier wiederhergestellt äh, wird, um, um für one, for this holy convocation. Ah, für diese heilige also sehen wir, dass diese Zahl 220 äh, eine, ein Symbol ist, that represents a restoration. das eine Wiederherstellung uh, für Sinn bildet. That is ready now the is prepared here. Also alles ist fertig hier, wenn der Tempel der tempel hier fertig ist so we understand that the temple is God's people, not a literal temple. also wir verstehen dass der tempel gottes die, die, die menschen sind und nicht ein wörtlich, buchstäblicher tempel so verse 21 says that so also im vers 22 wird uns gesagt dass uh, esra hier einen fasten ausruft And their souls. und sie dem Afflicting is like humbling Uh, yes.: sie ihre And the reason they're doing that is to seek a right way. So we want to put here fasting also and afflicting uh, wir hier jetzt und And the reason they're doing that is so they can find the right way to go. Und der Grund dafür, dass sie das ähm, tun, ist, dass sie den richtigen Weg erkennen, wo sie lang sollen, oder This was is sie machen sollen. Already being identified as being Jeremiah 6, Und es wurde schon deutlich gemacht, dass dies Jeremiah 6, Vers 16 ist. Dass man zu den alten Pfaden zurückkehrt, worin der gute Weg ist, der richtige Weg ist. Und dieser richtige Weg, der ist nicht nur für sie, sondern auch für die Alten und für die Kinder. Und dann wird es uns gesagt, uh, dass am 12. Tag des ersten Monats sie diesen Fluss Ahava uh, uh, verlassen. So we identify the number 12. Also wollen wir hier auch die Zahl 12 festhalten. So as we close, also werden wir jetzt abschließen, wollen wir, wir nicht, I haven't shown this yet but we're going to see that this time period between the first day of the first month and the first day of the fifth month also ich habe es noch nicht uh, aufgezeigt aber wir wollen dann später sehen dass die zeit zwischen dem ersten tag des ersten monats und dem ersten tag des fünften monats by the 120. durch die zahl 120 dargestellt wird this is a figure or a symbol. das ist ein, ein bild oder ein symbol and so because it's just a figure That we can use. Also das ist ein Symbol, das wir benutzen können. We can see also that number 12 would be a figure, dass die Zahl Nummer zwölf auch ein Symbol. So ist. we can see that this number 12 here that they rest at the river Eheva. Also wir sehen hier, dass die Zahl zwölf, die sie um, um, ja an diesem Fluss ausharren und warten. In the literal story, he's only talking about a short time here. Um, in der buchstäblichen Geschichte Handelt es nur um einen kurzen Abschnitt von Zeit hier? Aber da wir jetzt nicht das wirklich anschauen, sondern symbolisch, We can see 12 dann sehen wir, dass diese Zahl 12 ist Figur dieser Geschichte. Um, ein Symbol von dieser Geschichte hier ist. Wenn wir jetzt äh, oder dann diese Geschichte anschauen, sehen wir, dass diese Ges Geschichte durch die An Zahl 70 dargestellt wird. But we could also see that it's a a Und wir sehen das auch, weil das Symbol 7 ist. Or even 7, oder sogar 7000. So also können wir sehen, dass diese Figuren dass diese Symbole begin to mean something. Um, anfangen etwas zu bedeuten. Let's close with prayer. Lass uns schließen mit einem Gebet. Heavenly Father. Uh, lieber himmlischer Vater. As we begin to see, uh, während wir anfangen zu erkennen, that Ezra Das Ezra Kapitel 7 Was used. As the key to unlock the midnight cry, als ähm, Schlüssel benutzt wurde, um den Mitternachtsruf zu entschlüsseln. In, the history of the Millerites, In der Geschichte der Milleriten, when that verse, that passage became present truth, als dieser Vers ähm, gegenwärtige Wahrheit wurde, sehen wir, dass wir am, zum Ende unserer Zeit des Verzugs ankommen. And we're very close to the midnight cry. Wir sehr nah dran sind. Because Ezra chapter seven has become present truth for us today. Father, as we've been sleeping for many years, Vater, da wir für viele Jahre geschlafen haben, we want to awake out of sleep möchten wir aus dem Schlaf erwachen, to be ready and prepared. Um fertig und bereit zu sein. In the short amount of time that we have left, in dieser kurzen Zeit, die wir noch haben, we pray that we would awake and prepare ourselves. Wir beten, dass wir um, aufwachen und uns selbst um, fertig machen, bereit machen. We ask in the name of Jesus, Amen. Das um, bitten wir im Namen Jesu, Amen.